Hallo meine hübschen Haseleins, ich wollte euch heute eine Hautpflegeroutine drehen. Ihr habt euch das gewünscht und ich dachte, Mensch, warum wünschen sich das so viele? Es waren wirklich viele. Ich habe doch so ein Video schon mal gemacht. Habe ich aber gar nicht. Also indirekt schon, aber irgendwie auch nicht. Also das war so mehr so eine Pickelroutine, also was ich so mache, wenn ich mal so ein paar Pickelchen habe. Also so ein Video gibt es schon, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Da sind wirklich ein paar coole Tricks dabei. Auch gar nicht teuer. Und heute wollte ich euch meine Hautpflege zeigen, was finde ich sehr gut ist, dass ihr das gefragt habt, weil ich die Hautpflege essentiell noch wichtiger finde als das Make-up. Denn ich sage es auch immer zu meinen Kunden und das mache ich nicht, weil ich eine Verkaufstussi bin, sondern weil das wirklich meine volle Überzeugung ist, mit der Pflege fängt alles an. Da sich meine Hautpflege relativ umgestellt hat, ich möchte euch das mal so erzählen, ich hatte immer von uns halt, von Douglas, Hautpflegeprodukte und war damit auch sehr zufrieden. Natürlich ist das vom Preis her intensiver und ich dachte, scheiße, dann war das alle und ich dachte, scheiße, so viel Geld für Hautpflege und hatte dann auch keine Lust, das nachzukaufen und dann habe ich, dumme Nuss, mich mit Seife abgeschminkt. Hier so richtig hier Pump, Flüssigseife. Und ich dachte so, okay, kann ja nichts weiter passieren. Natürlich wusste ich, dass es nicht gut ist. Aber ich dachte, okay, vielleicht mal gucken. Nur habe ich das Problem, dass ich trockene Haut habe und dadurch hat sich meine Haut extrem verschlechtert. Bis ich eine Haut nach so einem Schock, sage ich mal, weil Seife ist schon absolut nicht für Haut konzipiert. Das ist halt einfach mal so. Und ja, nach so einem Schock, was ich sagen wollte, kann das mit der Haut 2 bis 3 Monate dauern, bis sich die Haut wieder regeneriert und erholt hat. Eine Haut braucht zur Erneuerung 4 Wochen. Deshalb finde ich es immer ganz süß, wenn Leute eine Creme nehmen, die 2 Wochen nehmen und sagen, nein, davon kriege ich Pickel, weg damit, nehme ich nie wieder. Leute, eure Haut braucht 4 Wochen, um sich zu erneuern. Erst nach 4 Wochen könnt ihr sagen oder kann man überhaupt davon reden, ob eine Pflege wirkt und wie sie wirkt und bla bla bla. Deshalb finde ich es halt immer gut, solche Produkte nicht gleich in die Versenkung zu schicken, sondern wirklich mal die ausgiebig zu testen. Das, was ich jetzt benutze, habe ich mir alles schon 3-mal nachgekauft. Das Gesichtswasser jetzt zum 2. Mal, aber ich zeige es euch alles einfach. Und zwar ist es, ich musste auf eine Apothekerpflege zurückgreifen, ganz einfach deshalb, weil meine Haut wirklich total beschissen war. Ich schminke mich ab und reinige meine Haut mit dem Anti-Rouge von Avène. Ich halte es auch lange genug in die Kamera, dass ihr das seht. Das gibt es in der Apotheke und das ist relativ teuer, also das ist auch teuer. Das kostet so 17 bis 18 Euro, glaube ich. Ihr habt aber da auch viel drin. Ich komme damit 2 bis 3 Monate locker hin. Noch länger. 3 Monate komme ich auf jeden Fall hin. 300 Milliliter sind da drin. Und dieses Anti-Dings da, was da drauf steht, das bedeutet gegen Rötungen. Und damit meint die nicht Pickel, sondern da meint die, ich habe so ganz, ganz dünne Haut. Das habe ich von meiner Mama geerbt. Im Gesicht habe ich richtig, richtig schlimm dünne Haut. Und dadurch scheinen so die roten Äderchen durch und dadurch platzen mir auch immer wieder Äderchen. Wenn ich wenn es kalte komme, reagiert meine Haut sehr extrem und da platzt mir auch schon mal ein Äderchen, weil meine Haut eben wie gesagt zu dünn ist. Und das pflegt die Haut und beruhigt die Haut. Ihr müsst das, ich mache das so, ich nehme mir das auf, das ist eine milchige Konsistenz, ich nehme mir das auf ein Wattepad. Vorher feuchte ich das Wattepad schön an, weil sonst tut mir das zu sehr, ich bin da bescheuert. Ich nehme auch relativ gute Wattepads, also ich nehme da nur nicht die billigsten. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieses Mechanische mit diesem Wattepad mir wehtut. Deshalb mache ich das Wattepad vorher nass, mache dann den Pump drauf und gehe mir dann übers Gesicht. Damit schminke ich mich ab und das mache ich aber auch, wenn ich kein Make-up drauf habe. Damit kriegt ihr wirklich richtig, richtig, richtig toll alles runter. Also es ist klasse. Ich brauche davon 4 Pumpstöße, also einmal 2, erste Mal reinigen und dann nochmal 2, zweite Mal reinigen. Dann ist es schon komplett perfekt. Augen-Make-up entfernen. Ich danke euch. Ich habe ja mal in irgendeinem Video habe ich erwähnt, dass ich Avène-Pflege nehme. Also hier dieses Zeug heißt Avène. Wenn es das in eurer Apotheke nicht gibt, Haselains, dann könnt ihr das auch bestellen.
Und da habt ihr zu mir gesagt, na, wenn du AW nimmst, dann, weil ich habe euch doch mal gesagt, dass ich mit keinem Augen-Make-up-Entferner klarkomme. Und dann habt ihr gesagt, na, dann probier doch mal den von AW. Und ich hatte Glück, der ist sonst teurer, ich weiß aber nicht, was er kostet. Dieser ist jetzt nur noch bis Ende des Jahres haltbar, was ja mir scheißegal ist, weil bei mir hält er eh nicht so lange, seht ihr, ist ja jetzt fast leer. Den habe ich mir jetzt nicht nochmal nachgekauft, den habe ich jetzt, wartet mal, wann war's? Ende Januar habe ich mir den gekauft und das ist immer noch was drin. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist nicht so ganz flüssig. Das ist so mehr gelig und so ein Augen-Make-up-Entferner habe ich noch nie gesehen. Der ist aber auch nicht ölig. Der ist so gelig. Und damit, ich mache mir 3 Schichten Wimperntusche drauf, meine Multi-Action, manchmal auch wasserfeste. Ich mache manchmal gut Lidschatten drauf oder wie heute Kajalstift. Und wirklich, für jede Seite 2 Wattepads, mal kurz, also für jede Seite ein Wattepad, einmal kurz drauf, das lege ich die Wattepads drauf, lasse das so 10 Sekunden einwirken, nehme das dann ab, macht euch alles ab, ohne zu brennen, wenn das ins Auge kommt. Ihr habt keine Ölschicht, weil hier kein Öl enthalten ist, ihr habt kein Brennen. Ich liebe diesen Augen-Make-up-Entferner und ich habe für den nur 9,95 bezahlt, weil der eben billiger war, weil der nur noch bis dieses Jahr, also bis 2012 ist der haltbar oder bis Ende 2011, 125 Milliliter sind da drin. Und wenn ihr wirklich auf der Suche nach einem richtig geilen Augen-Make-up-Entferner seid, der ist spitze, der ist spitzenmäßig, ich bin so froh und den habt ihr mir auch empfohlen. Ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Ich vertraue euch da echt nicht, das was ihr mir sagt, das mache ich ja. Ihr habt mir auch eine Wimperndauerwelle empfohlen, weil ich so ein Problem mit meinen Wimpern, das habe ich jetzt machen lassen und ich bin begeistert. Das ist total toll. Dann, ganz wichtig, ich höre es ganz oft, dass viele sagen, Gesichtswasser, ja, Gesichtswasser brauche ich eigentlich nicht, nehme ich nicht, vertrage ich nicht. Herzies, ohne ein Gesichtswasser braucht ihr euch gar nicht einzucremen. Ein Gesichtswasser verdoppelt bzw. verdreifacht die Wirkung eurer Pflege. Ganz einfach deshalb, weil ein Gesichtswasser öffnet die Poren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon immer Gesichtswasser genommen, ich habe darauf noch nie verzichtet. Und es ist einfach für mich der Abschluss von der Pflege oder früh der Beginn von meinem Make-up ist das Gesichtswasser. Weil Gesichtswasser öffnet eure Poren und dadurch können Pflege, Make-up, Rouge, alles viel besser von der Haut aufgenommen werden. Und es gibt dafür auch einen Test, den ihr gerne mal machen könnt, weil die alte dickbrüstige Tante kann euch viel erzählen. Ihr nehmt Gesichtswasser, macht euch die eine Hand auf die andere Hand kein Gesichtswasser. Dann macht ihr auf die eine Handpflege und auf die andere Handpflege. Schaut mal bitte, wie schnell das einzieht. Ich kenne das, das ist ganz normal, dass es viele sagen. Ich erlebe das auch tagtäglich durch meine Arbeit, dass viele sagen, Gesichtswasser, nö, nehme ich. Ich nehme Reinigungsschaum und danach nehme ich meine Pflege. Und das sind auch teilweise Leute, die 225 Euro Pflegen von Chanel verwenden. Aber die können dann niemals so gut wirken, wenn das Gesichtswasser nicht stimmt. Deshalb sage ich immer, und auch eine Haut, die mit Gesichtswasser schön geklärt wurde, das Make-up sieht viel besser, viel frischer, viel gepflegter aus als ohne Gesichtswasser. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wieder zurück zu meinem Clarins. Das hatte ich schon mal. Jetzt habe ich es mir zum zweiten Mal nachgeholt. Éclat de Jour. Bla 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 bla. Das ist so eine, ihr seht schon, das ist jetzt, vielleicht seht ihr es hier nicht so gut, aber das ist auch mehr eine festere Konsistenz als im Wasser. Und bei Gesichtswasser empfehle ich euch, das Wattepad, das alte Dreckding, saugt euch ganz viel von eurem Teufel, wenn ihr gutes Gesichtswasser, ich glaube, das kostet 15, 17 Euro oder so, es ist schon teuer für ein Gesichtswasser. Ich nehme aber auch günstige Gesichtswasser, aber ich brauche ein Gesichtswasser, das ist für mich wichtig. Wirklich, ich könnte eher noch auf Reinigen verzichten, und würde mich komplett mit Gesichtswasser abschmieren. Aber Gesichtswasser brauche ich. Ich liebe Gesichtswasser. Und das riecht erstmal total geil. Das hat so einen leichten Pfirsichgeruch. So dieser typische Clarins-Duft. Ich liebe das. Und was wollte ich jetzt sagen? Das riecht so ganz leicht nach Pfirsich, finde ich. Und mit dem Wattepad. Genau, ich mache mir das nicht auf dem Wattepad, weil das Wattepad nimmt euch ganz viel von eurem Gesichtswasser weg. Ich mache mir das auf die Hand. Dadurch, dass das nicht so ganz flüssig ist, geht das sehr gut, weil dann läuft es mir nicht irgendwie davon oder so. Mach mir das auf die Hand.
Dann nehme ich das, reibe mir das ein und reibe ich das richtig schön Gesicht, Hals, Dekolleté, nicht vergessen, Haseleins, wir haben nicht nur einen Kopf, wir haben auch noch einen Hals und ein Dekolleté, daran erinnert euch spätestens im Alter, wenn alles faltig ist und hängt. Richtig schön Hals, Dekolleté, richtig geil und das brauche ich früh einfach. Wenn ich früh mein Gesichtswasser nehme, ist alles gut. Entschuldigung, Haseleins, das ist das Gesichtswasser nochmal von Clarence. Ganz, ganz klasse, finde ich. Das glaube ich auch für alle Hauttypen, ist wirklich toll. Dann für unterwegs, wie gesagt, ich liebe Gesichtswasser. Das ist jetzt die Riesenpulle, ich habe leider den Deckel verloren. Das ist einfach nur reines Thermalwasser. Und das ist einfach für zwischendurch, ich schleppe tatsächlich auch das Riesending mit mir in der Flasche rum. In der Tasche rum. Ich habe das mir jetzt, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal nachgekauft. Das gibt es in klein, in mittel, in groß und in für Franzi geschaffen. Und einfach in meiner Pause oder wenn ich auf Schulung bin oder wenn ich draußen bin mit Oskar, dann habe ich das in meiner Tasche. Dann geht es einfach mal. Oh, es ist einfach nur pures Thermalwasser und es ist einfach nur göttlich. Ich fühle mich danach richtig erfrischt, richtig geil. Ich liebe, 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 liebe dieses Thermalwasser. Es ist ganz, ganz klasse. Ich habe es immer mit dabei. Und ich glaube, die ganz kleine Flasche kostet so um die 6 Euro, also für die Handtasche. Nee, ich glaube noch günstiger, weil ich habe für das Riesending, glaube ich, 9 Euro bezahlt. Vielleicht war das auch Aktionspreis oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls kaufe ich mir das immer wieder nach. Und, ach übrigens, letztens habe ich von meiner Apothekerin, ich liebe die ganz sehr, wenn du das siehst, ich grüße dich, mein Herz, hat sie mir eine Uhr mitgegeben von Arven als Werbegeschenk, weil ich da immer wirklich gut Geld lasse, weil ich mir immer alles komplett neu kaufe. Das Scheißdreckding ist schon kaputt. Das war so eine hässliche weiße Uhr. Reden wir nicht von. Dann nehme ich natürlich auch noch eine Gesichtsmaske, die mache ich 2-mal in der Woche. Maske, Hydrant. Wartet mal. Jo, jetzt wird's ein Schuh. Jetzt wird's ein Schuh, hä? Wird's jetzt ein Schuh? Seht ihr was? Ich will euch das etwas länger in die Kamera halten, weil ich kann die Namen nicht so gut aussprechen, dass ihr euch das vielleicht nachkaufen könnt. Die kostet, glaube ich, so 15, 16 Euro. Die reicht bei mir sehr lange, ihr braucht davon ganz wenig. Das ist eine reine Feuchtigkeitsmaske. Mein Bruder, der jetzt in der Pubertät ist, der benutzt davon die Cleaning-Maske, die halt so ein bisschen was für Pickelchen ist. Und ich nehme halt einfach nur die Feuchtigkeitsmaske, finde ich ganz toll. Die wird nicht fest. Und das, was nicht eingezogen ist, das verreibe ich im Gesicht und nehme das dann als Nachtcreme. Weil ich nehme Masken immer am Abend. Und dann als Augenpflege nehme ich von Inositol von Yves Rocher. Das ist diese hier gegen meine Augenringe und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Sie brennt nicht und sie hat halt so einen leichten Schimmer, was euch schon die Augenringe schon mal durch den Schimmer so ein bisschen wegnimmt. Also wie gesagt, ich mag die ganz, ganz sehr und die hilft auch wirklich. Also mir hat sie sehr gegen meine Augenringe geholfen. Ich habe immer noch Augenringe. Ganz einfach deshalb, weil sie vererbbar ist und das, weil sie bei mir vererbt wurden. Und es ist halt nun mal einfach so und ich kann aber damit leben und gut ist. Ja, und als Gesichtspflege nehme ich zurzeit, ich habe meine leider jetzt in meiner Wohnung vergessen, von Estee Lauder eine. Die Hydranist oder glaube ich, wie heißt sie denn? Oh. Irgendwie sowas. Die ist super gut. Zurzeit allerdings hat sie für mich zu viele Wirkstoffe und ich bekomme Pickelchen. Und deshalb, meine Haut hat wirklich einen totalen Treffer gekriegt. Nicht nur ich habe einen Treffer, jetzt auch noch meine Haut. Das ist sehr schön. Wegen dieser, weil ich mich mit Seife abgeschminkt habe, mach das bitte nicht, das ist totaler Scheißdreck. Und zwar nehme ich von Venus, die kostet um die 6 Euro, die Moisturizing Cream. Das Venus war früher in der Apotheke, die gibt es nur bei Douglas. Venus war früher, gibt es auch die komplette Reinigung, jetzt rede ich auch mal zu Ende. Venus war früher in der Apothekerserie in Frankreich. Von Venus, das Gesichtswasser ist zurzeit auch im Angebot, kostet auch so um die 5, 6 Euro und das liebe ich zum Beispiel auch. Schaut euch das wirklich mal an. Wie gesagt, war früher eine Apothekerserie in Frankreich, ist super verträglich und ich vertrage die zurzeit echt gut. Da sind so Meeresproteine, Meeresalgen drin. Riecht neutral, riecht sehr angenehm, finde ich. Und ja, die finde ich toll. Also ich greife auch bei sehr jungen Mädels, die zu mir kommen, immer gern auf die Venus-Serie zurück. Und dann, ich werde es nicht vergessen, das beste Mittel für mich gegen Pickel. Ich rede jetzt nicht von Aknehaut. Leute, die jetzt Akne haben und mich jetzt sehen, die sagen, ist die bescheuert, das hilft doch nicht.
Ich rede davon, wenn ich mal einen Pickel bekomme, ist das kein so ganz kleiner Pickel, sondern ist das so ein richtig schöner, großer Knubbelknoten. Und dann nehme ich Zinksalbe, die schmiere ich mir da drauf und dann klappt das 1A. Ich liebe, 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 liebe Zinksalbe. Es ist scheißegal, wo ihr die kauft. Die gibt es bei Lidl, die gibt es bei Aldi, die gibt es in der Apotheke, bei Rossmann. Zinksalbe gibt es überall. Die ist jetzt, glaube ich, aus der Apotheke. Und ich nehme Zinksalbe seit ich 15 bin, also seit 7 Jahren mittlerweile. Und ich liebe Zinksalbe. Oh Gott, 15 Minuten. Leute, es tut mir leid, aber es waren auch etliche Produkte. Ich hoffe, ihr konntet euch was absehen. Ich habe euch ganz lieb, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Knutschelein und Tschüsselein.